Am 17. Mai erlebt der Sparkassen-Stadtlauf seine mittlerweile 7. Auflage. Organisiert wird die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom SV Vorwärts Zwickau. Die Verantwortlichen haben vorab über den Stand der Planungen informiert. In 11 Tagen fällt der Startschuss und noch besteht die Möglichkeit, sich für den Lauf anzumelden. Neben dem Sparkassen-Hauptlauf werden auch noch der Barmer GEK Firmen-, Vereins- und Familienlauf, der Bambini-Lauf, die BMW-Schülerläufe und der Jugendlauf ausgetragen. Die Verantwortlichen hoffen, die Zahl der Starter vom Vorjahr wieder zu erreichen oder sogar zu überbieten. Ja, wir haben im vergangenen Jahr, im Jahr 2014, die bisher höchste Teilnehmerzahl bei den Stadtläufen erreicht. Das waren 1.138, um die genaue Zahl noch einmal zu nennen. Das war das erste Mal, wo wir über 1.000 Teilnehmer gekommen sind. Und das ist ganz einfach für dieses Jahr wieder die Zielstellung, die wir hier verfolgen. Im Jahre 2014 war der Sparkassen-Stadtlauf Teil des Sachsen-Cups, was diesmal aber nicht der Fall sein wird. Ein Umstand, den die Organisatoren bedauern. Auch die Gründe dafür sind für den SV Vorwärts nicht vollständig nachvollziehbar. Es ist eigentlich schade, ein bisschen, weil im vergangenen Jahr doch durch eine ganze Reihe von Läufern, die an diesem Sachsen-Cup-Läufen teilgenommen haben, hier diese Teilnahmen vorhanden waren. Aber wir hoffen, dass die Läufer trotzdem hierher kommen, auch wenn es keine Sachsen-Cup-Wertung gibt, und geben uns auf alle Fälle viel Mühe bei den Siegerehrungen mit entsprechenden Urkunden, Präsenten, Medaillen, sodass also doch auch eine schöne Geschichte dann hier wieder in Zwickau erfolgen wird. Der Stadtlauf trägt nicht nur den Namen der Sparkasse, es werden natürlich auch in diesem Jahr wieder Teams des Hauses an den Start gehen. Und das bis hinauf zur Vorstandsetage. Ja genau, wir haben heute gehört in der Pressekonferenz, der 7. Stadtlauf dieses Jahr, für mich das 6. Mal dabei. Und ich freue mich natürlich wie jedes Jahr als Läufer dort teilzunehmen. Natürlich auch als Motivation für unsere Mitarbeiter, die wir auch aufgefordert haben, aktiv sich daran zu beteiligen. Eine Frau lässt sich die Teilnahme am Sparkassen-Stadtlauf auch diesmal wieder nicht entgehen. Sie war bisher jedes Mal mit am Start. Ich nehme am 7. Sparkassen-Stadtlauf teil. Ich werde mit einer Mannschaft aus der Stadtverwaltung die 4,2 Kilometer bewältigen, so wie jedes Jahr. Und ich freue mich schon auf den 17. Mai. Schriftliche Anmeldungen sind bis zum 13. Mai beim SV Vorwärts möglich. Nachmeldungen erfolgen am Tag der Veranstaltung bis 9 Uhr gegen eine entsprechende Gebühr. Bereits am 9. Mai endet die Meldefrist für die Zwickauer Kindereinrichtungen. Für sie ist in diesem Fall die Teilnahme am 7. Sparkassen-Stadtlauf kostenlos.